Wagen wieder zurück. Schwenk meinen Geigen rüber, ich nehme ein anderes Mikro. Noch eine Brot? Weiter nach links. Mr. Jordan? Ja. Wir wären jetzt soweit. Stopp! Hallo, Paul. Hallo. Alles okay? Ja, ich hoffe. Seite 80 und 81 ist ein ziemlicher Riemen. Ich hoffe, du hast den Text im Kopf. Willst du ihn hören? Nein, aber wir drehen die Szene in einer Einstellung durch. Du willst durchdrehen? Ja, wir drehen durch. Tut mir leid, dass deine erste Einstellung gleich so ein Schlauch ist, aber ich musste mich nach den Terminen von Wallace richten. Wallace? Kennst du ihn? Ein prima Schauspieler. Ja, doch. Wir haben in Hollywood ein paar Mal miteinander gedreht. Hallo, Mr. Wallace. Ihr kennt euch ja schon. Hallo, Paul. Hallo. Auch mal wieder vor der Kamera? Ja. Ja, und ich bin darüber sehr glücklich. Mir hat das alles ziemlich gefehlt. Das glaube ich Ihnen auf Anhieb. Also dann. Also, Szene 526. Ihr kommt beide von da drüben, wo ich jetzt bin. Die Kamera ist schräg vor euch. Hier beginnt auch der Dialog. Machen wir mal eine Gangprobe. Wenn Sie überall nur Gespenster sehen, weiter. Ja. Grund steht. Okay, wir drehen. Maske, Probe. Wir fahren vor. Lass uns vorbei. Also, dann Ruhe. Ton ab. Läuft. 526 Erste und Spiel. Eure Exzellenz, glauben Sie vielleicht immer noch an den Zufall? Wenn es in der Politik wirklich einen Zufall gibt, dann kann man davon ausgehen, dass er sorgfältig geplant war. Ach, Scheiße. Was ist denn? Schärfe. Okay, also nochmal. Ton ab. Läuft. Klappe. 526 Zweite und Spiel. Euer Exzellenz, glauben Sie vielleicht immer noch an den Zufall? Wenn es in der Politik wirklich einen Zufall... Aus! Ein idiotischer Satz. Tut mir leid. Beruhig dich, Paul, wir drehen es nochmal. Ton ab! Läuft! 526 Dritte. Spiel bitte. Euer Exzellenz, glauben Sie vielleicht immer noch an den Zufall? Wenn es im Krieg wirklich einen Zufall gibt, dann... Ach nein, Unsinn, entschuldigt bitte. I'm sorry. Machen wir noch eine. Unwichtig. Paul. 526, die vierte. Spiel. Euer Exzellenz, glauben Sie vielleicht immer noch an den Zufall? Wenn es in der Politik... Aber bitte. Nein. Arthur, warum drehen wir das nicht lieber Schnitt für Schnitt? Nein, bitte. Ich will das in einem durchhaben, wenn Sie nichts ausmacht. Sie müssen. 526, die fünfte. Spiel. Euer Exzellenz, glauben Sie vielleicht immer noch an den Zufall? Wenn es in der Politik wirklich einen Zufall gibt, dann kann man davon ausgehen, dass er sorgfältig geplant war. Nach Ihrer Meinung sind also finstere Mächte am Werk. Eine quasi europäische Verschwörung. Ich sehe nur eins. Hitler und Mussolini sind die beiden wesentlichen Realitäten in Europa. Wie gut, dass Sie von Realitäten sprechen. Sie halten mich wohl für einen Phantasten. Ein Realist sind Sie vermutlich kaum. Es gibt einen Realismus, der besteht aus Schamlosigkeit und der Bereitschaft, sich erpressen zu lassen. Die Kirche? Die Kirche ist nicht erpressbar. Die Kirche vielleicht nicht, aber jedes einzelne ihrer Mitglieder. Das Wichtigste ist, den Frieden zu erhalten. Auch der Frieden hat seine Qualitäten. Jeder Friede zahlt seinen Tribut an die Hölle. Mit anderen Worten,
Entschuldigt bitte, entschuldige. Mit anderen Worten, was? Entschuldige, Arthur. Niemand verlangt von Ihnen, dass Sie auch nur halb so gut sind wie früher. Aber dass Sie Ihre paar Wörter aufsagen, ist ja wohl das Mindeste. Lass ihn doch erstmal seine Texte lernen. Ich rauche so lange eine Zigarette. Ist gut. Das waren 750 Meter negativ. Zieht's mir von der Gage ab. Und das Licht hält auch nicht. Wallace hat es bestimmt nicht so gemeint. Er ist noch genauso widerlich wie vor 20 Jahren. Aber als Typ ist er fabelhaft. Ja. Entschuldige bitte, Arthur. Aber ich bin ein bisschen nervös. Am ersten Drehtag ist das auch nur verständlich. Mir geht's ja genauso, also ruh dich aus. In einer halben Stunde packen wir es. Danke. Also bis nachher. Fünf, 26, 14. Und Spiel. Mit anderen Worten, freie Wahl zwischen Anpassung und Selbstmord. Wenn man die Dinge so überdenkt, wird alles dramatisch. Und wenn man nicht denkt, ist nichts dramatisch. Selbst wenn es nicht so ist, muss ich Sie warnen. Ich sehe eigentlich im Augenblick nur zwei Möglichkeiten. Entweder die Hände in den Schoß zu legen oder sie schmutzig zu machen. Wer sich um den Wind schert, der sieht nicht mehr. Wozu säen? Um die Feinde um uns herum zu füttern? Wenn Sie überall nur Gespenster sehen, hinter jeder Ecke nur den Teufel wittern, warum verlassen Sie dann nicht dieses Land? Aus einem ganz einfachen Grund, Euer Exzellenz. Es sind keine... Mist! Scheiße. Verdammt! Das ist alles nur reine Nervensache, mein Lieber. Scheiße.